So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und ja, auch dieses Video, obwohl es ein Wundertütenvideo ist, gehört unter die Kategorie schwachsinnige Videos, weil es geht einzig und allein um die Lego Explorer Wundertüte Nummer 1. 2 von 4 von dieser Zeit Octopus, den Frosch, mehr nicht. Aber ich habe ja auch sehr oft eine Fehlverpackung gehabt, was für die Raumstation und vor allen Dingen meine Feuerameise. Davon brauche ich noch einige. Nicht mehr für meine Stück Burgmauer. Ich kann schon Schloss Neuschwanstein nachbauen, aber nicht zu trotz. Das gehört wirklich unter den schwachsinnigen Videos, weil von dieser Wundertüte habt ihr ja gelesen. Genau 10 Stück, die ich öffnen werde. Das heißt, ich besitze sie zwar schon, 20 Polypacks. Aber dann weiß ich, welche 20 ich besitze. Also fangen wir jetzt direkt mal an. Und wie gesagt, ich hoffe mehr auf Fehlverpackung. Ihr seht schon die Rückseite. Das ist die Rückseite, die ich nicht sehen will. Warum nicht? Hey, ein Stück Burg. Ja, und davon habe ich schon so viele gezogen. Ihr wisst es ja, ihr kennt ja meine Videos. Die Kisten, wo ich meine Ersatzteilspender reinpacke und die so ein bisschen sortiere nach Form oder Farben, die nimmt Überhand. Ich habe schon die letzten Polypacks zugelassen. Weil, ja, ich brauche sie nicht mehr. Oh, hier ist die Werbung drauf für da. Perfekt, dann ist hier was anderes, nämlich mein Octopus. Der ist cool, weil wie gesagt, ich habe hier leider was vor, aber wenn ich was vorhabe, dann dauert es etwas länger, weil ich so viele Videos an andere Sachen mache. Deswegen komme ich im Moment nicht meine Unterwasser. Diorama zu bauen. Ach, lassen wir das mal. Aber ist cool. Sind auch cool als Ersatzteilspender. Die schwarzen Steine, ihr wisst es ja, immer perfekt. Jetzt legen wir das mal hier oben so hin. Das war die erste Wundertüte. Kommen wir nun zur zweiten. Und wie gesagt, der ein oder andere von euch hat bestimmt auch die eine oder andere Explorer Wundertüte sich gekauft. Was hattet ihr immer drinne? Auch immer das Gleiche, dasselbe oder wenigstens was anderes oder wenigstens Fehlverpackung? Schaut mal. Ja, ich wollte die Rückseite noch nicht mehr sehen. Kann ich zusammenkleben. Ja. Das war die zweite. Jetzt kommt die dritte Wundertüte. Wie gesagt, schreibt mir das in die Kommentare, was ihr drinne hattet. Und ja, oh, ihr seht schon die Rückseite. Richtig cool. Warum? Deswegen. Feuerameise. Das ist nämlich so, dass hier unten ist angestichelt. Könnt ihr so knicken, dann so ein kleines Diorama von machen. Richtig mega. Und dazu die Feuerameise passt. Weil, warum mag ich sie? Ich weiß gar nicht, ob ich das auf Instagram gezeigt habe, ein Foto. Oder hier mal bei irgendeinem Video. Rot. Ninjago Kai, mein Kumpel. Rot. Der kleine Feuerdrache. Rot. Der große Feuerdrache. Rot. Das so als kleine Armee. Da passt sogar eine Minifigur drauf. Einfach den Dreier draufsetzen, dann den Zweier mit den einen Stein. Dann sieht das so aus wie so ein Sitz hier vorne. Passt wunderbar und sie bleibt stehen. Feuerameise mit Kai, cool. Finde ich cool. Ihr müsst es nicht cool finden. Das dazu, ne? Das ist mein Geschmack, was ich damit vorhabe. Aber ihr könnt mir natürlich eure Meinung auch in die Kommentare schreiben. Ach ja, ihr seht es schon, in jede Wundertüte ein Stück Mauer. Hey, der Octopus.
kann ich jetzt auch mal zwei zusammenkleben. Dann passt das auch. Und was noch? Oh, schaut mal. Eine ganz andere Rückseite. Das bedeutet, wir haben hier vorne bestimmt was für einen Weltraum. Nein, der Frosch. Quack, quack, quack. Perfekt. Und der Frosch ist auch eine Fehlverpackung. Eigentlich. Aber ist cool. Der Frosch ist wirklich witzig und cool. Kann man keine Armee von machen, falls sie mich Fragen stellt. Oh, schaut mal. Der Frosch. Nein, ich sehe gerade. Entschuldigung, alles wieder zurückziehen. Alles wieder zurückziehen. Der Frosch ist ja da drinnen. Bis jetzt nur die Feuerameise. Oktopus, Mauer, Frosch ist immer drinnen. Entschuldigung. Feuerameise bis jetzt drin. Halt, ich ziehe alles zurück. Oh, da haben wir den. Das ist auch wieder, mal schauen, eine Fehlverpackung. Ist richtig cool. Allein die goldenen Füße dabei. Ist mega. Aber das ist so ein. Es passt genau eine Minifigur darunter. Wo habe ich es jetzt stehen? Hier nicht mehr. Passt so eine Minifigur, die geht bis dahin. Ist richtig witzig. Kann man auch ein schönes Diorama von machen. Und das ist definitiv eine Fehlverpackung. Der ein oder andere weiß es. Aber ich habe auch gerade überlegt, heute wird es ein wenig wundertütenlastig, weil die nehmen den meisten Platz bei mir weg. Deswegen werde ich heute einige Videos nur Wundertüten machen. Der eine freut sich vielleicht von euch, der andere nicht. Aber es wird wundertütenlastig heute bei mir auf meinem Kanal. So, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir... Oh! Quack, quack. Ja, das sind auch schöne Steine. Was haben wir noch? Und, oh, jetzt gibt's aber drei Fehlverpackungen drin. Zweimal hier und einmal die Feuerameise. Lege ich mal ein bisschen hin. Mauer. Mauer. Oktopus, Frosch ist ja drinne. Feuerameise. Dieses Fehlverpackung. Au! Schon lange nicht mehr gezogen. Wieder zwei zusammenklatschen. Was haben wir noch? Oh! Quack, 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 quack. Jetzt läuft es aber mit dem Frosch. Aber auch wenn ich den Frosch jetzt so oft ziehe, gebe ich offen und ehrlich zu, ich mag den Frosch. Viel, viel lieber wie die Mauerteile. Das ist so. Die grünen Steine kann man immer verwenden, aber ja, könnte man. Es gibt so eine alte Lego Nexonice Serie, da ist jemand bei. Der ist so grünlich, könnte man auch eine Armee von machen. Fällt mir gerade ein. Aber nee, nee, mache ich nicht. 3 Wundertüten habe ich noch zum Öffnen. Kavoll. Und dann komme ich. Aber bis jetzt, ihr seht selber, meisten gezogen, die alle dabei sein sollten. Hier haben wir jetzt. Oh, nein, der Oktopus, der geht in Führung. Der ist bis jetzt der Meister. Oktopus, Mauerteile, Frosch. Auf Platz 2. 2 Wundertüten habe ich noch. Es kann sich was ändern. Jawohl. Gleichstand. Hätte nicht sein müssen, aber ist leider so. Und. Oh. Quack, quack. So, und jetzt. Ist das hier die 10. und letzte Lego Explorer Wundertüte Nummer 1. Und ihr seht selber, 5-mal
den Frosch drin gehabt. Fünfmal den Oktopus drin gehabt. Fünfmal das Mauerteil drin gehabt. Zweimal eine Fehlverpackung. Was für ein Weltraum. Und einmal die Feueranweisung. Und ja, die ist wirklich selten. Ihr kennt meine Videos, ich habe sie auch selten wirklich gezogen. Aber nichtsdestotrotz öffne ich jetzt die 10. und letzte Explorer-Wundertüte und dann schauen wir, was sie auf jeden Fall immer drin hat. Weil eins muss jetzt auf jeden Fall auf Platz 1 gemeldet werden. Oder gezogen werden, in diesem Fall. Und es ist, nein, das Mauerteilchen. 6-mal. So, wir können jetzt nur noch einen Ausgleich schaffen. Und es ist die Feuerameise. Die ist richtig cool. Ist mir auch lieber wie ein Ausgleich. Ja. Fehlverpackung, 2-mal Feuerameise, 2-mal Astronauten. Passt wunderbar. Aber dann leider auf Platz 1 die Mauerteile. Wieder die habt ihr immer drin. Platz 2 Oktopus und Frosch. Aber trotzdem, richtig cool. Ich habe wieder ein bisschen Platz hier. Wird heute wundertütenlastig, wie gesagt. Aber ich werde natürlich irgendetwas von Lego Explorer, wird es bestimmt geben, unter ein Video verlinken. Sicher, bequem auf jeden Fall. Günstiger müsst ihr selber mal schauen. Aber das Allerwichtigste ist eure Kommentare, eure Meinung. Und dann bleibt gesund, ihr und eure Familien. Wie immer, bis demnächst. Guckt hin. Oh, schaut zu.